Im Rahmen des Bezirksmusikfestes vom 15. bis 17. Juni 2018 feierte auch die Stadtgemeinde ihren 30. Geburtstag als moderne Stadt im Zentrum von Oberösterreich. Feste dieser Art sind sehr aufwendig. Das wurde uns vom Musikvereinsobmann Albert Neuwirth bestätigt. Seit Dienstag sind wir um 7 Uhr früh fast rund um die Uhr im Einsatz. Wir waren jeden Tag zwischen 20 und 25 Leute, wo wir praktisch das Zelt aufgebaut haben, die ganze Infrastruktur hergerichtet haben. Zelt ist noch leer, aber ich gehe davon aus, dass wir in einer Stunde die Hütte voll haben. Und in Summe haben wir um die 120 bis 150 Helfer und Helferinnen. Die ganzen Vereine von Ansfelden helfen uns und da sind wir wirklich dankbar, weil alleine konnte man das nicht schaffen. Und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt, dass das Fest jetzt endlich losgeht und dass wir richtig unseren Geburtstag feiern können. Wolfgang, wenn es um Kultur in Ansfelden geht, bist du an vorderster Stelle. Du hast da das Fest heute organisiert. Was kannst du uns da sagen dazu? Ja, das Fest organisiert, also den heutigen Tag organisiert, muss man mal dazu sagen, und da auch nur das, was auf der Bühne passiert. Das ganze Rundum haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Musikverein gemacht, die da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet haben. Herzlichen Dank dafür. Jetzt zu dem, was auf der Bühne passiert. Wir haben zwei Acts. Das eine ist ein Hertha Bläst aus dem Bezirk Perg, eine junge, sehr, sehr lässige Band, die sehr brasslastig sind. Und nachher gibt es Hot Pants Road Club. Da geht es um Funkmusik der besten Qualität und einer der lässigsten Livebands, die wir in Österreich haben. Und da freuen wir uns schon alle recht drauf. Zwischen den beiden Bands informierten Vizebürgermeisterin Renate Heitz und Bürgermeister Manfred Bamberger die Menschen im mittlerweile voll besetzten Festzelt. Jahre ist ja für eine Stadt ein relativ junges Alter und dennoch hat sich in Ansfelden einiges getan in dieser Zeit. Es ist an kommunalen Einrichtungen vieles entstanden. Es gab vor 30 Jahren kein Eltern-Kind-Zentrum. Es sind die Krabbelstuben entstanden, die Stadtbibliothek hat es noch nicht gegeben, die Tagesheimstätten und was mir als Kulturreferentin natürlich ganz wichtig ist, unser wunderschönes Anton-Bruckner-Zentrum ist in dieser Zeit auch entstanden. Dieses Fest ist ja nicht das Ende der Feierlichkeiten. Am Freitag, den 14. September, geht es nachmittags los beim Stadtamt in Haid. Da geht es mit Veranstaltungen in der Stadtbibliothek, mit Workshops, mit einem tollen Kinderprogramm und am Abend einem großen Konzert los. Uns besucht die aus dem Funk und Fernsehen berühmte Gruppe Ruskaya und auch das ist so wie heute ein Konzert bei freiem Eintritt, zu dem ich jetzt schon ganz herzlich einladen darf. Hast gelacht und bist dann aufschrieb und ich wusste nicht, was ich dir dann sah, weil ich wusste, dass ich dich mag. Spielzeug zu begleiten mein Leben, ich sitz drin und warte vergeben. Vor kurzem hat der Musikverein die neue Tracht präsentiert. Ich habe gesagt, da geht es ums Geld, das hat was gekostet. Ich habe gesagt, eine Tracht sind etwa ein bisschen über 1000 Euro. 60 Musikerinnen und 60 Musiker sind beim Musikverein dabei. Und zudem gibt es auch als Unterstützung auch zum ersten Mal heute das Ansfeldner Bier. Der Reingewinn dieses Ansfelder Bier
geht zugunsten des Musikvereins zum Ankauf zusätzlicher Trachten. Ja, wie vieles im Leben durch einen Zufall ist das Bier einmal zu mir gekommen. Ich habe es dann verkostet, hat mir geschmeckt. Und es war eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Ernstfelden und ihr Mann, ihr Gatte, das ist der Gerhard Jachs. Und der hat dann ein bisschen versucht oder versucht schon länger, gutes Bier zu brauen. Wieder durch Zufall hat er einen Partner gefunden aus der Freistädter Brauerei, den Herrn Stefan Statzer. Und die zwei haben natürlich dann gesucht, haben wieder gemeinsam gebraut. Zum Bier machen braucht man auch eine Brauerei. Da sind sie auch nach kurzem Suchen auch fündig geworden in der ehemaligen, sage ich mal, stillgelegten Brauerei zur Klamm. Die haben sie wieder reaktiviert, haben dort einiges Geld investiert und brauen dort jetzt wirklich sehr gutes Bier. Und auf das, was ich auch noch sehr stolz bin, wir haben natürlich sehr viele gute Künstler in der Stadtgemeinde Ernstfelden und unser langjähriger Giga-Koordinator, der Harald Limberger, hat dieses Etikett entworfen und somit kann man sagen, ist das Ernstfeldner Brauer, Ernstfeldner Künstler, der das Etikett gemacht hat, kann man sagen, ja, das ist es, das Ernstfeldner Bier. Yeah.